Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk Tomb Raider Rising. So, nach dem kurzen, abrupten Ende oder Stopp, den ich eingelegt habe, bevor es weitergeht, weil die Zeit war knapp, geht's jetzt hier weiter auf der Rettung nach Jonas. Und ja, natürlich werden wir ab und zu mal gucken, ob wir irgendwas finden, so wie hier nichts ist. Und ja. Mal schauen, ob wir irgendwas Nützliches noch nebenbei finden, aufdecken können oder sonst irgendwas. Aber wartet mal, waren wir da unten hoch schon? Ist das? Muss mal ganz kurz gucken. Das ist das Lager, wo wir waren? Das ist die Halle, wo wir das große Feuer mal gelegt hatten. Ich glaube schon, hier sind wir auch schon rumgedümpelt. Sieht so danach aus. Na gut. Ich wollte nur mal rumgucken. Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. St. Peregrinus. Schutzpatron der Todkranken. Ah, okay. Oh, ein Tonbandgerät, das hören wir uns auch an. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Okay, das war's. Das war's. Ja, ein edles Ziel, seine Schwester zu retten. Kann ich auch verstehen. Kann man das Ding hier öffnen? Nö. Okay, hätte es sein können. Wartet. Lara, nochmal runter. Genau. Das ist hier nicht umsonst offen. Mit geschlossenen Augen läuft der Papa hier durch die Wälder. Oh Mann, ey. Ach Jungs, ehrlich? Nichts und wieder nichts? Umsonst hier rumgelaufen? Ihr seid das so gemein, ey. Ja. Okay. Hätte ja sein können. Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Da steht ein Name drauf. Da ist eine lateinische Inschrift. Tötet sie alle. Gott wird die Seinen erkennen. Naja, wenn man dazu... Sprache hört, kann jede... Okay. Griechisch Stufe 7. Wenn man wirklich so einfach Sprachen lernen könnte. Horrorausrüstung. Öl, Papiere. Oh. Okay. Ah, noch ein Tonband.
Diesmal war ich nah dran. Ich dachte, wenn ich dich finde, weiß ich vielleicht irgendwas, das uns hilft. Das habe ich herausgefunden. Hier läuft eine Operation. Etwas Großes. Hunderte von grimmigen Soldaten. Keine Abzeichen. Kein Nichts. Alle in dieser alten russischen Anlage. Scheint eins dieser furchtbaren Gulag-Gefängnisse gewesen zu sein. Ich bin hier, weil ich dachte, du brauchst mich. Aber Gott, wie blöd bin ich denn? Nicht mehr lange und ich bin der, der Hilfe braucht. Ich hoffe inständig, dass du lebst und das hier hören kannst. Ich bleibe außer Sicht, solange ich kann, aber es wird verdammt kalt hier draußen. Ich muss bald irgendeinen Unterschlupf finden. Ist er jetzt entkommen oder? Noch ein Turmband? Okay. Ich sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen, ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Ah ja. Er glaubt, es ist Gottes Wille und sie hat ihn sozusagen nur verarscht. Oh, der wird abgehen wie ein Zäpfchen, wenn er erfährt, dass seine Schwester ihn verarscht hat. Aber sowas von. Oh. Es wird langsam ermüden. Fügen Sie sich Gottes Willen! Wenn Sie hier predigen wollen. Jonah! Okay. Sonst ist hier jetzt nichts mehr. Gut. Hier vielleicht noch irgendetwas, ganz kurz. Gucken. Nö. Nö. Oh, da sind Gegner. Wir fahren mit der nächsten Phase der Operation fort. Jemand ist hier! Hab dich! Glaubst nur du. Okay, beide sind voll. Okay, die Ratte ist weg. Okay. Wisst ihr was? Wir gehen mal wieder auf Schusswaffen hier. Der nächste.
Einen Moment. Da habe ich nämlich was gesehen gehabt schon. Ich hoffe, dass das Mikrofon jetzt nicht so laut eingestellt ist. War doch gerade irgendwas wegen Russisch lesen? Nee? War doch gerade irgendwas. Na gut. Jetzt wissen sie alle, dass wir hier sind. Entschuldigung, Ratte. Noch zwei EPs, wow. Lara, ich glaube, ich habe deine Spuren gefunden. Ich wusste, dass du lebst. Es braucht mehr als 1000 Tonnen Eis und Schnee, um meinen kleinen Vogel auszuschalten. In den Wäldern passiert etwas Merkwürdiges. Und es ist nicht Trinity. Jemand anderes beobachtet mich aus den Bäumen. Ich hatte etwas Essen im Rucksack. Alte Energieriegel. Aber sie sind fast alle. Hab die letzte Nacht in einem toten Baum geschlafen. Und heute Morgen war da ein Geschenk für mich. Trockenfleisch und Beeren, eingewickelt in ein Hirschfell. Ich dachte erst, ich träume, aber hier ist jemand, der sich um mich kümmert. Ich hoffe, sie kümmern sich auch um dich. Okay. Okay. Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Drück ab! Bitte, bitte nicht. Hör nicht auf ihn. Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Drück ab. Ja! Nein. Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Ich hätte ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Alle Einheiten kommen. Wir müssen uns um sie kümmern. Wir sind fast in Position. Aber das Ziel nicht im Blick. Erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Verstanden. Okay. Noch ein bisschen Öl. Ganz kurz gucken, ob ich noch irgendwas machen kann. Jonas sterben, ey. Ich
weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Ich dachte, sie redet jetzt irgendwas von Jonas. Verbessert die Granatenpfeile und das auf jeden Fall. So, Munition natürlich. Voll. Okay, da brauchen wir nicht gucken. Was hätten wir hier? Mit Patronen. Okay. Fähigkeit. Drachenfeuer. Okay. Hier nochmal fix gucken. Die Handfeuerwaffe. Frosch im Hals. Sehr schlimm. Ist ausgebaut. Okay, kann ich weder noch machen. Hit mir jeweils Zeug. Okay. Kann ich speichern? Warte. Nee. Spiel speichern. So. Okay. Jetzt geht die Kacke los. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt zum Ziel. Verdammt, das gibt bestimmt Ärger. Sie ist hier! Feuerzeichen, halten Sie sie aus! Na? Kommt ihr runter? Okay. Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. T4, beim Anführer sammeln. Wir kümmern uns darum. Okay. Ich nehme mal doch lieber die Handfeuerwaffe. Sicher. Okay. Verdammt! Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Roger. Granate raus! Okay. Ganz, was zum Teufel geht hier vor? Mist. Wir können ein Glück so lange unter Wasser bleiben, wie wir wollen. Bleibt wachsam. Okay.
Feuerschutz! Mist! Da gleich wieder noch einer? Ja! Sehr schön! Na los, komm her! Dings schießen. Okay. Müssen wir das halt so machen. Zwei Leute da oben. Okay. Gott, ist das schlimm, ey. Ständig hin und her schwimmen. Mist. Was soll ich zu Jonah? No. Oh Gott, nein. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Den langen Weg soll er noch überleben? Okay. Das wird was.
Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Wow. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Gitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher. Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Okay. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Ja, natürlich gehen wir jetzt runter. Licht an. Sagen Adieu, schöne Welt. Und auch Adieu zu euch erstmal. Ist das gemein, ich weiß. Aber leid. Aber es ist der perfekte Moment, wo wir jetzt aufhören. Ihr hört meine Schadenfreude, oder? Ein wenig, ein klein wenig. Nein, wie gesagt, wir machen jetzt hier Feierabend. Ja, sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal einen schönen guten Abend und noch alles, alles Gute. Ciao, ciao euch.